Sind Aleviten Muslime? Diese Frage, die wurde mir mal von einem Aleviten gestellt in Köln. Den habe ich dort getroffen auf der Straße. Er kam dann mit mehreren jungen Frauen zu mir und die haben mich dann gefragt. Wir haben uns auf freundliche Art und Weise miteinander unterhalten. Und er hat mir die Frage gestellt, ob sie für uns Muslime sind. Und daraufhin habe ich ihm erstmal die Frage gestellt, was glaubt ihr denn? Was ist denn euer Glaube? Denn das ist erstmal sehr wichtig. Wir müssen erstmal ganz kurz definieren, was ein Muslim ist. Prinzipiell ist ein Muslim, der die Shahada ausspricht mit seinen Bedingungen. Das heißt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass es keine wahre Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Der dies ausspricht mit seinen Bedingungen, das heißt mit Wahrhaftigkeit. Der erzählt das nicht einfach so, damit sie ihn mögen. Und mit Aufrichtigkeit, das heißt, er sagt das, um das Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Und mit Liebe, denn die Liebe ist die Grundlage des Glaubens. Und mit Wissen, dass er auch weiß, was er erzählt, nicht einfach wie ein Papagei. Wenn man jetzt jemandem das vorsprechen würde, der weiß gar nicht, was er da ausspricht. Und mit Inqiyad und Qabul, dass er auch wirklich akzeptiert, was er sagt. Und zwar alles, ja, das sind Bedingungen dafür, dass diese Shahada überhaupt angenommen wird. Und dann darf er keine Sache machen, die der Shahada widerspricht, die Shahada negiert. Zum Beispiel jemand sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und er sagt danach, ich glaube, bei Jesus ist der ist auch Gott. Den darf man auch anbeten. Ist aus der Religion raus. Oder er beschimpft Gott. Weil zu der Shahada gehört, wie gesagt, das, was mit Liebe sagt, es kann keine Liebe da sein, wenn man Gott beschimpft. Da kann kein Respekt da sein. Okay? So. Und wenn man sagt, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, was impliziert das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich an das glaube, womit der Prophet Mohammed, Friede und Segen, mit ihm gekommen ist. Und dann natürlich an erster Stelle der Koran. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an den Koran, ich glaube aber an einige Sachen, die im Koran nicht drinstehen, dann reicht das nicht, dann glaubt er nicht an den Koran. Denn Allah sagt im Koran, أَتُؤْمِنُونَ بِبَا الْقِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَا. Glaubt ihr in einen Teil des Buches, in einen Teil nicht? Und Ali radiallahu anhu sagte, wer einen Buchstaben vom Koran leugnet, ist ein Kafir. Ein Buchstaben. Und dann gucken wir beispielsweise mal was ganz Bekanntes, das habe ich eben auch gesagt. Ich habe gesagt, fasse dem Ramadan. Habt ihr gesagt, nee, müssen wir nicht. Okay. Dann schauen wir jetzt, wenn im Koran steht, dass man im Ramadan fasten muss, und die Aleviten sagen, man muss nicht im Ramadan fasten, dann hat man dem Wort von Allah widersprochen und dann ist man kein Muslim. Dann hat man die Shahada, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, der Lüge bezichtigt. Denn Mohammed ist im Frieden und Segen mit ihm, ist mit dem Koran gekommen und du sagst, nee, an diese Sache glaube ich nicht. Dann hast du es negiert. Okay, dann haben wir hier die Sure 2. Ich lese das heute nur auf Deutsch vor. Sure 2, Vers 183. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, das Fasten ist vorgeschrieben. Nicht einfach nur freiwillig. So, wann denn genau? Vorgeschrieben ist euch an bestimmten Tagen, Vers 184. So, und dann steht dann auch, wann genau, in welchem Monat? 185, Vers 185. Der Monat Ramadan, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesonnen worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll in ihm fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch die Erleichterung. Das heißt, wir haben hier ganz klar, dass im Monat Ramadan das Fasten vorgeschrieben ist. So. Und hier steht auch, in welcher Zeit. Ja, da steht dann in Vers 187. Ja, von jetzt an verkehrt mit ihnen, also mit den Frauen, und tracht nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, das heißt abends, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Das heißt, bis dahin kann man in der Nacht essen. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht, also bis zum Sonnenuntergang. Das ist also eine klare Sache im Koran, klar und deutlich, unmissverständlich. Wer das leugnet, ist kein Muslim, sondern ist
aus der Religion des Islams rausgetreten, weil er die Bezeugung, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, negiert hat. Dann haben wir hier die Hajj. Ja. Und da wird zum Beispiel auch gesagt, dass die Aleviten keine Hajj vollziehen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, das ist die dritte Surah, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Und es gebührt den Menschen für Allah, es ist Pflicht für die Menschen, für Allah, die Pilgerfahrt zum Haus zu vollziehen. Ja? Ich muss mal gucken, welche Vers. Ja, das ist Vers, Sure 3, Vers 97. Und Allah schickt es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus unternehmen. Das heißt, wenn jemand sagt, nee, das steht nicht zu, dann leugnet er den Koran. Und Allah sagt im Koran, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, heute habe ich eure Religion vollendet. Und die Aleviten sagen, dass sie danach praktisch einen neuen Religionsgründer gehabt haben. So, dann habe ich jetzt hier eine Seite, alevitentum.de, und ich zitiere einige Sachen daraus. Dann schauen wir selber, ob derjenige, der das sagt, ein Gläubiger ist. Hier ist Glaubensbekenntnis der Aleviten. Und an vierter Stelle steht hier, Ali, Allah, Muhammad und Ali sind eins und werden zusammengesprochen. Die sind eins. Nein, die sind nicht eins. So, Allah sagt in Surah 112, Kullu Allahu Ahad, er, Allah, ist einer. Ja. Und ganz klar ist Ali und Muhammad ihm klar untergeordnet. Und das ist etwas, was die Aleviten nicht sagen. Und das ist ein klarer Kufr, der der Shahada von La ilaha illallah widerspricht. Die stehen nie. So, dann geht es hier weiter. Für die Aleviten bilden Muhammad und Ali die Wahrheit, sie sind vollkommen, werden es auch bleiben. In vollkommener Zeit zeigen sie menschliche Lebensweise. Okay, dann haben wir hier Folgendes. Ich gehe dann mal weiter hier auf einige Punkte ein, die hier erwähnt werden. So. Aleviten sehen sich als Muslime, die die Scharia, das islamische Recht, die Sunna ablehnen. Allah sagt im Koran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ لَا شَرِيَةِ مِنْ أَمْرٍ فَاتَّبِعْهَا. So haben wir dich auf eine Scharia von der Angelegenheit gebracht, so folge ihr. Er sagt, wir folgen ihr nicht, das ist natürlich wieder purer Kufr. So, dann, das Gebet ist keine Pflicht. Die große Säule des Islams ist nicht am Tag fünfmal Pflicht. Das ist etwas, was Mutawati mit der Sunna hergekommen ist. Ist auch ein großer Kuffer, ganz klar. Und dann wird hier gesagt, bei 3.1, Alevitentum, Sunnitentum, wenn man vom Islam spricht, denken viele Menschen an den orthodoxen Islam mit den fünf Säulen des Islams. Das heißt, fünfmal am Tag beten, die Pilgerfahrt nach Mekka, fasten im Monat Ramadan, Almosensteuer geben und das Glaubensbekenntnis, dass es keinen einzigen Gott gibt, außer Gott selbst. Auch denkt man die Verschleierung der Frauen, Geschlechtertrennung, klassische Rollenverteilung von Mann und Frau. Wenn man vom Islam spricht, sollte man nicht direkt ans Sunnitentum denken. Doch hat man schon was vom Alevitentum gehört? Der Grund, wieso man über das Alevitentum so wenig Kenntnisse hat, ist, dass die Türkei die alevitische Religion nicht anerkennt, die alevitischen Gotteshäuser als Gebetshäuser nicht akzeptiert. So. Und dann wird erwähnt, hier an einer anderen Stelle, dass also die, hier steht, ja, dann wird hier gesagt, in den Glaubensbekenntnissen von Aleviten dürfen solche Frauen und Männer gleichzeitig teilhaben. Ich weiß nicht, was sie damit meinen, was bei den Christen eben... Ach ja, hier, die Aleviten vertreten die Ansicht, dass das Fundament des Islam von der alevitischen Ideologie kommt. Aleviten lehnen es streng ab, sich mit den Sunniten zu vergleichen. Sie haben mehr Ähnlichkeit mit dem Christentum als mit dem heutigen Sunnitentum. Das heißt, die Aleviten selber sagen, dass sie mehr Ähnlichkeit haben mit den Christen als mit den wahren Muslimen. Und dann ist man natürlich kein Muslim. Selbstverständlich, das ist purer Kuffer. So, und dann wird dann erwähnt, weil Aleviten lassen während ihren Djem Kerzen brennen, bei den Christen ist dies ebenfalls der Fall. Das ist etwas, was der Prophet Friede und Segen mit ihm nicht getan hat. Ja. So, dann wird hier noch erwähnt, die Geschichte, da wird etwas erwähnt, nämlich, ja, und zwar, Omar wurde jedoch ermordet, sein Nachfolger wurde Uthman ibn Affan, er war von 644 bis 656 Kalif. Auf Wunsch von Uthman wurden alle Koranmanuskripte bis auf eine einzige Fassung, welcher seiner Meinung nach authentisch ist, verbrannt. Das heißt, sie glauben nicht, dass der heutige Koran authentisch ist. Und Allah sagt in Surah 15, Vers 9, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nochmal, ich lese es nochmal vor. Ja?
Auf Wunsch von Uthman wurden alle Koranmanuskripte bis auf eine einzige Fassung, welche seiner Meinung nach authentisch ist, verbrannt. Also er will damit suggerieren, seiner Meinung nach authentisch, aber nicht der anderen Meinung. Das ist völliger Quatsch. Sondern Uthman hat aus Sicherheit, damit der Koran nicht gefälscht werden kann, weil verschiedene Leute einfach Abschriften gemacht haben, die nicht von den Gelehrten für authentisch befunden wurden, einfach eigene Kopien gemacht. Und er hat befohlen, dass die verbrannt werden, dass dann alle Koranexperten der Sahaba zusammenkommen, von dem Koran abschreiben, der bei Abu Bakr und Hafsa als Urkopie war, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch keine Fehler mit reinkommt. Das heißt, Uthman hat das nicht gemacht, weil unbedingt tausende verschiedene Manuskripte da waren, sondern um auf Nummer sicher zu gehen. Und von diesem Ur-Koran haben sie Kopien gemacht, die in alle islamischen Zentren der Welt geschickt wurden. Das ist also hier eine Entstellung und das suggeriert, dass der Koran gefälscht ist und das ist wieder purer Kufr.